Wer bin ich und was habe ich der Welt zu geben? Das sind mit die wichtigsten Fragen, die sich die Menschen in meinen Seminaren und Trainings stellen dürfen, damit sie an ihrer Präsenz ideal arbeiten können. Warum ist das so wichtig? Weil das die Basis ist unseres Wirkens und Schaffens. Wenn wir wissen, wer wir sind und was wir wollen und was wir zu geben haben, dann ist es auch viel leichter, das zu zeigen. Und das erlebe ich einfach immer wieder in meinen Seminaren und Trainings. Und gerade jetzt kürzlich erst in einem Seminar mit Coaches und Trainern. Die hatten oft das Thema, ich will doch gar nicht so in den Mittelpunkt. Ich will doch meinen Menschen helfen, die zu mir kommen. Es sind auch teilweise Therapeuten dabei, die ich unterstütze. Und die haben so dieses Thema, naja, es geht ja nicht um mich. Es geht ja um den Menschen, mit denen ich begleite und den ich unterstützen möchte. Und ich will mich gar nicht so sehr zeigen. Der Punkt ist aber, wenn ihr euch da draußen, wenn ihr euch nicht zeigt, wie sollen die Menschen euch finden? Wie sollt ihr denn dann den Menschen helfen können, wenn ihr sagt, ach naja, ich will gar nicht so sichtbar werden? Das heißt, es ist eure Aufgabe, sichtbar zu werden. Es gehört dazu, es gehört quasi zu eurem Job dazu. Und das ist sehr, sehr wichtig als Basis. Und wenn ihr das für euch verinnerlicht habt, okay, ich zeige mich, damit die Menschen mich finden können, dann fühlt sich das auch anders an. Und das habe ich auch in einem meiner letzten Trainings erlebt. Das war wirklich innerhalb von kürzester Zeit dann eine ganz andere Präsenz vor der Kamera, weil die Teilnehmer verstanden haben, warum sie sich zeigen. Und das ist wirklich ein befreiendes Gefühl, zu sagen, ich tue es für die gute Sache, ich tue es für die Menschen, denen ich helfen möchte. Und es geht natürlich einmal um die Präsenz in Videos, auf euren Websites, in den Social-Media-Kanälen, die ihr betreut und natürlich auch auf Bühnen. Haltet Vorträge, zeigt euch vor Menschen, kommt danach ins Gespräch mit den Menschen, vor denen ihr gesprochen habt, redet über das, was ihr tut und was ihr gerne tut und was ihr könnt und wo ihr Menschen schon geholfen habt und baut das in eure Präsentationen mit ein. Dann könnt ihr souverän präsentieren und ganz frei sein, weil ihr in eurem Thema seid. Probiert das einfach für euch aus, wenn ihr das nächste Mal die Gelegenheit habt, vor Menschen zu sprechen oder wenn ihr ein Video für die Social-Media-Kanäle dreht und dann schaut, was sich verändert, wenn ihr die innere Einstellung zu eurer Präsentation verändert. Ihr könnt mir auch gerne unter dem Video mal posten, wenn ihr es ausprobiert habt, was sich da verändert hat, ob es euch geholfen hat und natürlich könnt ihr auch gerne die anderen Videos in meinem Kanal schauen. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, eure Margit.